Vor 100 Jahren ist in Krieglach in der Steiermark Peter Rossecker gestorben. Ein für mich ganz großer, inniger, wesentlicher Meister des Wortes. Zunächst war er zu krank, um eine anständige Schulbildung zu genießen. Dann war er zu arm, um sich das Theologiestudium leisten zu können. Und dann hat er sich dem Schneidergewerbe verbunden gewusst und ist Schneider geworden und mit seinem Meister von Haus zu Haus gezogen und hat von daher eine ganz feine Art und ein feines Gespür entwickelt für die Schönheit dieser Gegend, für die Herzen der Menschen in dieser Gegend und für die Kultur, die sie gepflegt haben, für die Geschichten, die sie einander erzählt haben, für die Lieder, die sie miteinander gesungen haben. Und die hat er sich notiert und in seine Erzählungen mit hinein verarbeitet. Das Dasein ist köstlich, schreibt er einmal. Man muss nur den Mut haben, sein eigenes Leben zu führen. Das wird er wohl auch erlebt haben, wie ich das aus meiner Oberkärntner Heimat und aus meinen Oberkärntner Kindertagen kenne. Dass das Leben auf dem Land bei Gott kein Fest allein ist, sondern dass dort immer wieder die Gefahr lauert, dass man sein Leben nicht leben kann, sondern nach der Pfeife anderer zu tanzen hat. Um der Gemeinde, um der Familie, um der Pfarre, um der Freiwilligen Feuerwehr, um den Bedürfnissen der Umgebung zu genügen. Und da mag es eine ganz große Kunst sein, das Dasein dadurch köstlich zu finden, dass man den Mut findet, sein eigenes unverwechselbares Leben zu führen. Mein Stern war das Christentum. Es war nicht immer so sehr eines des Bekenntnisses und der Formen, vielmehr eines des Lebens. Dieses Christentum, so schreibt Rossecker, hat mir den Frieden meines Herzens bewahrt. Eine Religion, die es fertigbringt, in der konkreten Praxis eines Menschen für inneren Herzensfrieden, für Ausgeglichenheit zu sorgen, für Verbundenheit mit Gott und den Menschen, das ist eine wahre Wohltat. Und eine Medizin für Leib und Seele. Und so etwas scheint er erlebt und gelebt zu haben. Und in vielen seiner Erzählungen spiegelt sich das wider. Was ist denn religiöse Praxis anderes als die große Meditation des Laufs eines Jahres? Zu Weihnachten die Geburt am Tag der Wintersonnenwende, zu Ostern das explosionsartige Neuerstehen der Natur, zu Pfingsten die Erfahrung des Geistes, der Menschen zueinander bringt und ihnen füreinander eine Sprache gibt, die heilt, die ansteckt, die staunen lässt. Und so denke ich in einer großen Dankbarkeit und innerlich bewegt, heute, rund 100 Jahre nach seinem Sterben, hier in Krieglach, in seinem Arbeitszimmer, an Peter Rossecker, einen Meister des Wortes, aber auch einen Meister mit einem großen Herzen in der Brust, solidarisch für viele, mit denen er hier in dieser Umgebung gelebt hat.